Hi Leute, ich kann nicht so mega laut sprechen, weil mein Freund im Zimmer nebenan schläft. Der ist ein bisschen K.O. und ruht sich gerade ein bisschen aus. Ich wollte bei dem Tag mitmachen. Fünf Dinge, ohne die ich nicht mehr leben könnte. Dramatisch ausgedrückt. Ich habe mir auch kein Ranking überlegt. Und eins der Dinge hat auch überhaupt nichts mit Kosmetik oder Beauty in irgendeiner Art und Weise zu tun. Aber lasst euch überraschen. So, und ich fange mal an mit meinem momentan etwas schmutzigen, ja, ich muss ihn waschen. 239er Pinsel von MAC. Den benutze ich eigentlich jeden Tag. Und ich habe natürlich auch andere Lidschattenpinsel. Mit diesem hier komme ich allerdings wirklich am besten klar. Das ist der, den ich mir von allen, ja, zuletzt gekauft habe, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn mir gekauft habe, weil der passt genau zu meiner Augenform. Der ist einfach geil. Ja. Und ich werde ihn gleich waschen. So, das nächste ist schon oft gesehen, wahrscheinlich in meinen Videos, mein L'Oreal Superliner. Da ist er. Weil ich einfach mit dieser Art von Eyeliner, Bürste, Pinsel, Schwämmchen am besten zurechtkomme, und ich benutze den jeden Tag. Ich kaufe den mir schon seit Jahren immer wieder nach. Ich habe den in Schwarz und Braun, und ja, ihr habt ihn wie auch schon in anderen Videos gesehen, denke ich. Ups. Ja, das dazu. Dann etwas, ohne das ich nicht leben könnte, glaube ich, ist Concealer. Weil ich halt immer zu Augenringen neige, weil ich auch nicht besonders gut schlafe. Hallo? Und da habe ich zwei, die ich abwechselnd benutze, je nachdem, wie hell oder dunkel ich gerade bin. Und zwar habe ich einmal den Alverde Camouflage in Beige. Und den Studio Sculpt Concealer von MAC in NW20. Damit kommt man auch unglaublich lange hin irgendwie. Ich habe den schon ziemlich lange. Also Concealer Nummer 3. Etwas, was ich auch abgöttisch liebe, was ich mir auch niemals hätte kaufen können ohne diverse Gutscheine, die ich hatte. Ist mein Glätteisen. Es ist pink, wie ihr seht. Und es ist von GHD. Und wie gesagt, ohne Gutscheine hätte ich mir das nicht gekauft, weil die Dinger sind unheimlich teuer. Aber ich bereue es nicht. Denn, ja. Also ich hatte vorher, glaube ich, drei andere, und bin mit denen überhaupt nicht so wirklich klargekommen. Die sind voll schnell kaputt gegangen bei mir. Und das ist, glaube ich, qualitativ sehr, sehr, sehr fantastisch. Und das Kabel ist ein bisschen lang. Aber ansonsten, love it. Ja, und das Letzte, was nichts mit Kosmetik zu tun hat, ohne das ich aber auch, glaube ich, nicht mehr leben könnte, wirklich, ist mein Handy. Das ist ein Nokia E72. Ich hatte auch schon das Vorgängermodell, und ich kann ohne Handy nicht mal aus dem Haus gehen, nicht mal zum Einkaufen. Das muss immer mit. Ich mache damit alles eigentlich. Ich mache damit Fotos, ich gehe damit zu Hause auch ins Internet. Ja, ich höre damit Musik, das ist gleichzeitig mein MP3-Player. Mein Handy. Das war's, meine 5. Und ich bin jetzt bei 4,5 Minuten, und deswegen möchte ich mich nochmal bei allen neuen Abonnenten bedanken, die ich seit vorgestern habe. Vorgestern war, glaube ich, der 28. Ich war geschockt, also ich war erfreut geschockt, aber über 70 in 3 Tagen. Wo kommt ihr alle her? Das möchte ich gern wissen. Schreibt mir das mal in meine Kanalkommentare oder hier unter das Video.
Wie habt ihr mich gefunden? Hat mich irgendjemand erwähnt oder hat mich irgendjemand im Kanal verlinkt? Ich möchte mich bei der Person dann nämlich bedanken. Und ich habe es jetzt noch nicht rausgekriegt, wer das war oder wie auch immer. Oder ja, weil. Das ist grandios. Ich versuche mich bei euch allen wirklich selbst zu bedanken. Es kann aber ein bisschen dauern, weil es ist schon viel. Ich hatte sonst immer so 10 am Tag im Durchschnitt. Und ja, das ist dann. Ich hatte jetzt halt Tränen in den Augen, muss ich wirklich sagen. Also, ihr könnt mit meinem. Ja, ihr könnt meinen Freund fragen, wollte ich gerade sagen, aber den kennt ihr ja nicht. Danke. Wollen das nicht zu traurig werden lassen hier. Nein. Also wirklich, ich danke euch allen und wie gesagt, ich versuche mich bei euch allen auf den Kanälen zu bedanken und ja, ich freue mich, dass euch meine Videos gefallen und ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Und vor lauter Nervosität drehe ich schon die ganze Zeit meinen Concealer auf und zu. Naja, okay, dann kommt alle gut in den 1. Mai, das ist ja morgen. Ich hoffe, das Wetter wird besser, weil es ist ja im Moment sehr düster und windig. Also wir wollen morgen grillen. Was macht ihr? Schreibt es in die Kommentare. Na gut, dann werde ich mal gucken, was ich so als nächstes fabriziere an Videos. Und wir sehen uns.